Dankeschön. Ja, wie gesagt, mein Name ist Simon Pierce und wie man wahrscheinlich auch sehen kann, äußerlich, ich bin aus Bayern. Ja, ich trage halt die politische Gesinnung meiner Mitmenschen schon auf der Haut, das macht das Ganze einfacher. Ich bin da in einer kleinen Gemeinde in der Nähe von München aufgewachsen und habe tatsächlich recht schnell gemerkt, dass ich ein bisschen länger im Backofen gelegen bin als der Rest der Bevölkerung. War aber eigentlich nie groß Thema, bis ich irgendwann mal anfangen musste zu arbeiten, mit 5. Am Wertstoffhof. Und da hatte ich einen Kollegen, der Kurti. Und der Kurti war so ein richtiger Bayer, ja. Also Bierbauch, Schnurrbart, Bierflasche in der Hand und immer einen Besen in der Hand. Den hat er nicht zum Arbeiten gehabt, dafür wurde ich ja eingekauft. Sondern den hat er gehabt, wenn bayerische Gesetze gebrochen wurden. Bayern hat ja wahnsinnig gute Gesetze. Und eins hat zum Beispiel besagt, dass man keinen Elektroschrott vom Wertstoffhof klauen darf. Macht nur in Bayern Sinn, aber gut. Auf jeden Fall eines Tages kamen drei Asylanten, drei Brüder vom Asylantenheim, wollten einen Fernseher klauen und da ist der Kurti wach geworden. Da ist er los mit seinem Besen. Hey, schleicht euch! Schwer, versteht ihr mich, wenn ich bayerisch rede? Schleichen Sie sich. Geschwerle, schauen Sie bitte, dass Sie ihn weiterkommen, ja. Und dann kam er zurück zu mir und gemeint, nein, Simon, ich sag's dir, gell. Das ganze Zeug, was zu uns nach Deutschland schwimmt, ja. Kanaken, ja, Muslime, ja, Türken, ja, Neger. Simon, was hat uns ein Neger jemals gebracht, ha? So heißt der Song, Originalzitat. AIDS, Grippe, Krebs. Und jetzt klauen sie uns die Fernseher weg. Da habe ich gesagt, Kurti, du weißt schon, dass ich also gewissermaßen auch ein Neger bin. Da sagt er, ja, geh weiter, Simon, du bist doch kein richtiger Neger. Und ich dachte mir so, ach ja, Motherfucker, was ist denn das hier? Bremst. Nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe ihm auch nicht gesagt, dass die 10 Skinheads am Abend vorher mit mir nicht fangen gespielt haben. Ich muss sagen, der Stachel saß ganz schön tief. Da muss man sich von so einem Kurti sagen lassen, dass man kein richtiger Neger ist, ja? Was ist denn ein richtiger Neger? Ich wollte das werden. Ich wollte dem entsprechen. Deswegen habe ich mal geschaut, Anfang der 90er Jahre, wie wir Schwarzen so repräsentiert waren. Und das waren meistens Gangster. Also aus Amerika ist die Gangsterwelle rübergeschwappt. Gangsterfilme, Gangsterrap, Snoop Doggy Dogg, Ice Cube, Eazy-E. Und ich dachte mir, ja, Mann. Ich werde einfach ein Gangster, dann werde ich auch als Neger akzeptiert. Hab mich also von meinen Gymnasiumfreunden distanziert und bin zum Jugendhaus, da ein bisschen mit den Türken so abhängen, kiffen, rauchen, Scheiße bauen. War ein bisschen schwierig, weil mein Vater mir schon im Kreissaal eingebläut hat, Simon, du bist der einzige schwarze Junge im Ort, du darfst keine Scheiße bauen. Die Leute warten nur darauf, dass du Scheiße baust. Ich also trotzdem mit den Türken abgehangen, so an der Mauer gelehnt, Zigarette geraucht, weggeschnippt, cool und dann sofort hinterher die Zigarette wieder aufgehoben, in Wasser gelöscht, den Tabak in den Biomüll, den Rest in den Restmüll. So, Alter, was ist los mit dir? Bist du eine Putzfrau oder was? Ich so, Entschuldigung, ich kann Gangster-Rap. Du kannst Gangster-Rap oder was? Ich so, ja, ich bin ein ganz passabler Rapper. Muss sagen, Ice Cube hat seinerzeit Sachen gerappt wie Bitches ain't nothing but hoes and tricks, so suck on my balls and lick this dick. Mein Rap-Text damals ging so. Selbsterhaltungstrieb. Der Mensch ist kein soziales Wesen. Er will Herrschaft über andere. Von Hobbes geformte Thesen. Homo homini lupus. Der Mensch, Alter, bist du Gymnasium oder was? Verpiss dich mit deinem Latein. Ich also vom Hof gejagt worden. Wieder zurück zu meinen Gymnasiumfreunden. Ich so, Jungs, dritte Wurzel aus 7. Ja, Simon, bitte. Jungs, habt ihr Bock, Gangster zu werden? Ja, also wenn das im Bereich des Möglichen. Ja, klasse, machen wir. Ich so, alles klar, wir machen um 15 Uhr einen Raubüberfall. Beim Rewe. Wir dahin, Gymnasiast mit Kapuzenpullis, ich weiß noch wie in Zeitlupe, gehen auf diese Tür zu. Die Tür geht auf. Die Kassiererin schaut. Ah, grüß dich, Simon. Wie geht's denn der Mama? Meine Nachbarin. Meine Eier sind auf Rosinengröße zusammengeschrumpft. Ich dachte mir, komm, Simon, sei einmal cool, klau irgendwas. Bin durch die Regale geirrt, hab noch irgendwas gegriffen. Jungs, ich hab was. Zum Treffpunkt, Spielplatz West. Ich so in meine Tasche geschaut. Oh, eine Dose Pedigripal. Die kleine mit der Alulasche für Zierhunde. Ich war so frustriert, ich dachte mir, okay, du wirst nie ein Gangster, du wirst nie ein richtiger Neger. Ich fahre in die große Stadt nach München und lass mich bleichen. War ja damals auch angesagt bei uns. Gott hab ihn selig. Also sitze ich im Zug, fest entschlossen, mich bleichen zu lassen. Und auf einmal habe ich eine Hand in meinen Haaren. Und es war nicht meine Hand. Dann drehe ich mich um, dann sitzt eine 108 Jahre alte Frau ohne Zähne, grinst mich an und sagt, Mai, wie ein Schaf, gell? Okay, jetzt reicht's, Mann, jetzt reicht's. Hau sie um, ist ein Gangster. Will gerade zuschlagen, dann fällt mir ein, Moment mal. Es gab noch eine andere Kategorie Schwarze seinerzeit. Eddie Murphy. Die Macht der Worte, der lustige Neger. Und anstatt zuzuschlagen, habe ich sie in ihrem schwabbligen Hals gepackt und gesagt,
Mei, wie ein Truthahn, gell? Immer klopfen. Und dann ist sie aus ihrem Stuhl aufgesprungen, hat mich angeschaut und gesagt, sie unverschämter Neger. Und endlich hat's jemand gesagt, ich wurde von Queen Mom persönlich zum Nigger geschlagen. Dankeschön, Berlin. Ach so, abonnieren Sie diesen Kanal, dann wird's lustig. Ihr Puffpaff.